Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt's die Swiss Sins im Test und das ist nicht nur eine Herausforderung für meine Aussprache, besonders für mein englisches TH, erst Swiss, dann Sins, meine Güte. Aber diese Kekse habt ihr euch gewünscht aus meinem Rewe-Haul und ich habe dann schon vorab gesagt, dass ich die tatsächlich kenne und empfehlen kann. Und was ich daran so mag, das erzähle ich euch heute hier im Video. Die gibt es im Rewe für 2,29 € und sie sind sogar vegan. Was jetzt natürlich prima passt zum, wie spricht man das jetzt aus? Veganuary. Oh, habe ich es richtig gesagt? Ne? Genau, Veganuary ist ja auch ein echter Trend geworden. Einmal im einen Monat, mal erster Monat im Jahr vegan leben, auf tierische Produkte und Co. verzichten. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Vielleicht mache ich es mal nächstes Jahr 2022 mit oder einen anderen Monat im Jahr. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Sins. Es sind Kekse auf Dinkelbasis, da ist ganz, ganz viel Dinkel drin und die gibt es schon seit 1928, diesen Hersteller. Das ist ein klassischer Hersteller, Dinkelgebäck mit Kakaostückchen, 31% Dinkelmehl und ich liebe Dinkel. Und ich reiße jetzt einfach mal die Tüte auf, damit ihr euch mal einen Eindruck verschaffen könnt. Lustigerweise habe ich diese Kekse nicht im Internet entdeckt, auch nicht im Supermarkt. Ja, doch, jetzt schon im Supermarkt, aber vorher hatte ich sie mal in einer Brand News Box und da dachte ich so, cool, die sehen ja irgendwie lecker aus und so sehen die aus und sie riechen auch lecker, total schokoladig. Und die sind einfach super crunchy. Und ich zeige euch jetzt mal eine Großaufnahme. Aus der Tüte, von außen die Tüte, Swiss Deliz Sins. Meine Güte, was für eine Sprachchallenge. Hier habe ich euch die Kekse mal ausgepackt. So lecker sehen die aus. Die sind so richtig schön crunchy, zuckrig, mit Schokolade und einfach richtig lecker zum Genießen. Und die kann man echt so wegcrunchen. Es ist wirklich eine richtig coole Süßigkeit. Habt ihr die auch schon mal probiert? Auch für Nicht-Veganer empfehlenswert. Vegane Produkte sind für alle da. Vergessen einige immer, weil das heißt ja nicht, dass die nur für Veganer sind, sondern auch für alle. Wasser ist übrigens auch vegan. Dürfen auch alle trinken. Das wäre der bescheuerteste Vergleich, den ich hier gebracht habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Na, hier wird auch nur ganz klein erwähnt, dass es vegan ist. Es hat ein netter Zusatz. Es ist nicht der Haupt, Hauptmerkmal dieses Produktes. Ist einfach ein leckerer, crunchiger Keks, der mir echt sehr gut schmeckt. Auf Dinkelmehlbasis. Eine coole Süßigkeit aus der Schweiz. Auf der Skala von 1 bis 10 bekommt er von mir wirklich 8 Punkte, ihr Lieben. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut schmeckt, ihr Lieben. Deswegen 8 Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.